Bezirksblättern zum Thema Single der Woche. Naja, warum? Ich mag jetzt da eigentlich die Folie weg, tu dann endlich einen Deckel auf meinen Topf. Elfi, seit wann bist du jetzt alleine? Ich bin seit 12 Jahren bin ich Single jetzt. Wie einsam fühlst du dich ab und zu? Eigentlich gar nicht. Ich hab keine Zeit zum Einsamsein. Ich hab meine Viecherl, ich hab meine Eltern, ich hab meine Freunde, ich hab meine Bekannten. Und mein Kind wohnt ja auch noch daheim, also Einsamkeit gibt's bei mir keine. Kein trauriger Single sozusagen? Nein, überhaupt nicht. Weder traurig noch unglücklich. Also ich bin absolut zufrieden mit meinem Leben. Ich stehe mit alle zwei fest drinnen und ich bin eigentlich rundum mit denen, was ich hab und wie ich bin, glücklich. Was tust du eigentlich in deiner Freizeit, Elfi? Ja, in meiner Freizeit ist einmal der Mittelpunkt mein Bertilein. Also der braucht sehr viel Bewegung, sehr viel Auslauf. Ja, dann tue ich eben gern kochen, backen, dann tue ich gern Puzzle bauen. Und ja, ich gehe gern, wenn es die Zeit zulässt, also gern mit Frankfurt. Und ja, ein bisschen spazieren dort, ein wenig da in der Therme baden gehe, so quer durch die Bank. Aber am allerliebsten bin ich eigentlich daheim, und zwar im Sommer, da haben wir viel Grün und sitzen gemütlich draußen beieinander und das ist eigentlich das Highlight. Elfi, wie ist es dir bis jetzt ergangen mit den Männern in deinem Leben? Ich habe zweimal geheiratet, ich habe zwei Scheidungen, es war zweimal eine wundervolle Zeit. Aber sie haben halt geglaubt, dass sie es mit einer anderen Frau verbessern und durch das sind die eben gescheitert. Wie würdest du dich selber beschreiben? Also selber, ich bin auf alle Fälle sehr selbstbewusst, eine starke Frau. Ja, ehrgeizig, ich bin humorvoll, also Lachen ist für mich ist um und auf im Leben, also das Trübsinnigkeit gibt es nicht. Ich bin auch nicht grantig oder irgendwas, das gibt es bei mir auch nicht, schlecht aufgelegt, das gibt es bei mir auch nicht. Ja, im Großen und Ganzen ja, eine selbstbewusste, starke, lustige Frau. Wie soll dein Traumpartner ausschauen? Ja, groß, gut, mittel, normal gebaut. Ich liebe Männer mit Glatze, muss ich dazu sagen. Taugt mir voll, wenn es passt. Ne? Nimm aber natürlich auch einen Partner mit Haar. Ja, er muss zu mir stehen, er muss mich nehmen, wie ich bin. Und alles andere ergibt sich. Und was soll der neue Lebenspartner nicht sein? Ja, also auf alle Fälle nicht so jung sein, dass ich ihn stillen sollte und auch nicht so alt, dass ich Windel wechseln muss. Also das ist auf keinen Fall mein Fall. Dann brauche ich auch keinen Musikantenstadeltyp, der was den ganzen Abend am Wochenende auf der Couch sitzt und Bier trinkt. Das ist auch nicht meins. Also ich sollte schon ein bisschen am Pfeffer im Hintern haben. Wenn du dir vorstellen würdest, du hättest jetzt schon dein erstes Date mit deinem zukünftigen Lebenspartner, wie würdest du dich darauf vorbereiten? Eigentlich gar nicht, außer dass ich mich duschen tue und ein frisches Gewand anziehe, aber sonst hätte ich nicht irgendwie mich vorbereiten. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der was uneingenommen irgendwo sie trifft oder ein Date auch wahrnimmt. Ne? Ich bin keine Schickimicki dann, die tue sicher nicht mit jetzt aufbrezeln und aufschminken wie ein Diva. Ich bin so wie ich bin und so werde ich mich auch beim Date präsentieren. Welche Botschaft würdest du deinem zukünftigen Partner gerne übermitteln? Welche Botschaft? Naja, Botschaft, ich würde mal sagen, wenn er mutig ist und glaubt, dass er mich da blast und da bändigt, dann soll er sich melden.